Like dieses Video in den nächsten 5 Sekunden und ich zeige dir, wie du 7 kostenlose Emotes in Fortnite freischalten kannst. Also riskiere nichts und like jetzt sofort dieses Video. Yo Leute, was geht? Heute in diesem Video geht es um 7 kostenlose Emotes in Fortnite Chapter 3 bzw. in Fortnite 2022. Ich zeige euch heute in diesem Video, wie ihr diese 7 kostenlose oder gratis Emote freischalten könnt. Das Ganze ist sehr einfach und Freunde, es sind auch komplett neue Emotes dabei, die viele von euch noch gar nicht kennen, wie der neue Dance Monkey Mode oder der neue I Like To Move It Emote. Auf jeden Fall ist sehr, sehr coole Sachen dabei. Sogar alte Emotes könnt ihr jetzt freischalten, wie zum Beispiel Floss bzw. Zahnseide, was auch mega, mega cool ist, Freunde. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, guckt euch das Video unbedingt bis zu Ende an, um keine Emotes zu verpassen, denn das ist wirklich zu krass. Und wenn euch dieser ganze Content bzw. wenn euch meine Videos gefallen, einfach mal diesen YouTube-Kanal abonnieren, klickt auf die Glocke und stellt die Glocke unbedingt auf alle, um keine Videos von mir mehr zu verpassen. Denn ich werde in meinen nächsten Videos öfter mal Codes für euch verstecken. Wenn ihr diese Codes einlöst, bekommt ihr dann V-Bucks, Emotes und so weiter und so fort. Deswegen macht das auf jeden Fall. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Let's go. Doch bevor dieses ganze Video jetzt beginnt, habt ihr sogar nochmal die Chance, einen Skin aus dem Fortnite Item Shop oder sogar ein komplettes Paket aus dem Fortnite Item Shop von mir geschenkt zu bekommen. Und wenn ihr jetzt wirklich Bock habt, ein Geschenk von mir zu bekommen, dann schickt mir unbedingt jetzt sofort eine Freundesanfrage. Hier könnt ihr ganz kurz meinen Epic Games Namen sehen. Ihr seht hier Official Junior mit so einem X geschrieben. Jeder von euch kann mir eine Freundesanfrage schicken. Ich werde da auf jeden Fall versuchen, alle anzunehmen. Und wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann bitte abonniert jetzt sofort diesen YouTube-Kanal Official Junior. Das Ganze ist auf jeden Fall kostenlos. Aktiviert doch unbedingt die Glocke, stellt die Glocke auf alle. Als nächstes unbedingt einen Daumen nach oben, also ein Like auf dieses Video da lassen, wenn euch diese ganze Aktion gefällt. Und das Allerwichtigste, Freunde, schreibt jetzt sofort Hashtag Skin plus euren Epic Games Namen in die Kommentare. By the way, umso mehr Kommentare schreibt, umso höher ist natürlich die Chance, dass ich euren Kommentar sehe. Ich verschenke dann immer wieder mal zufällig paar Items aus dem Item Shop an meine Community und wenn ihr jetzt noch eine höhere Chance haben wollt, wirklich ein Geschenk von mir zu bekommen, dann folgt mir jetzt sofort auf meinem Twitch-Account Official Tune. Ich werde euch das ganz kurz einblenden. Ich werde öfter mal live auf Twitch streamen und live im Stream Geschenke an die Community verteilen. Dort könnt ihr dann zum Beispiel Skins aus dem Item Shop, Pakete aus dem Item Shop, Emotes bekommen. Ihr könnt zufällige Codes wie zum Beispiel V-Bucks Karten bekommen oder sogar OG Fortnite Accounts. Deswegen guckt auf jeden Fall auf Twitch vorbei, lasst dann ein Follow da. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Let's go! Mit diesem geheimen Trick bekommst du 7 kostenlose Emotes in Fortnite Kapitel 3. Ich zeige euch ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Bei Emote Nummer 1 geht es um den neuen Dance Monkey Mode in Fortnite Kapitel 3. Ich werde euch ganz kurz erklären, wie diesen ganzen Emote freischalten könnt. Und zwar wird das der neue Boogie Down Emote werden. Und wie könnt ihr diesen ganzen Emote bekommen? Ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst die 2-Faktor-Authentifizierung auf eurem Epic Games Konto aktivieren. Danach geht ihr hier in die Einstellungen von Fortnite, geht hier ganz nach unten und stellt hier kann Geschenke empfangen auf an. Und wenn ihr das Ganze aktiviert habt und Epic Games das Ganze aktiviert sozusagen, bekommen wir alle den Dance Monkey Emote kostenlos auf unserem Fortnite Account gut geschrieben. Habt ihr die 2-Faktor-Authentifizierung aktiviert oder noch nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze noch nicht gemacht habt, macht das auf jeden Fall, denn das wird sich auf jeden Fall lohnen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es weitergeht und wie man die 6 weiteren Gratis-Emotes in Fortnite freischalten kann, guckt jetzt auf YouTube Official Tune. Ich habe euch da extra ein komplettes Video dazu gemacht. Guckt jetzt auf YouTube, viel Spaß und let's go. Wir kommen jetzt direkt zu Gratis-Emote Nummer 2. Hierbei handelt es sich nicht um einen eigenen Tanz, sondern um verschiedene Items wie 3 kostenlose Sprays, die wir bekommen, 3 kostenlose Banner, die wir bekommen, plus noch 3 so kostenlose Emojis bzw. diese Items hier. Um was geht es? Und zwar geht es um die neuen YouTuber-Items, die die YouTuber Stanplay, Reapers und iOleg bekommen haben. Diese 3 Content-Creators sozusagen haben diese ganzen Emotes bzw. diese ganzen Items bekommen. Und wie könnt ihr diese kostenlosen Items jetzt freischalten, kann ich euch ganz kurz erklären. Und zwar diese Content-Creator haben jeweils 1000 Codes bekommen und diese Codes verteilen die natürlich an die Community. Das bedeutet, ihr müsst auf jeden Fall schnell sein, checkt auf jeden Fall die Content Creator ab, die verschenken die nämlich an die Community, dort könnt ihr euch einen Code sichern und Freunde, vertraut mir, diese Items werden mega, mega selten. Bei Gratis Emote Nummer 3 geht es um das neue Green Goblin Paket in Fortnite Battle Royale. Ja, wir bekommen ein neues Green Goblin Paket, ich werde euch das ganz kurz einblenden, das Ganze wurde schon geleakt und anscheinend ist da noch ein kostenloser Emote dabei im Green Goblin Paket. Ob wir uns dann diesen ganzen Emote hier in den Aufträgen freischalten können oder ob die
diese ganze Mode in diesem ganzen Paket dabei ist, kann ich euch noch nicht sagen. Auf jeden Fall wird das Ganze ziemlich cool, Freunde. Gratis Emote Nummer 4 bekommen wir hier in diesem Abteil vom Battle Pass, und zwar bei Fundament bzw. auch bei dem The Rock Skin gibt es ja hier unten noch diese Fragezeichen, und hier wurde schon bestätigt, dass bei diesem Skin ein integrierter Emote dabei sein wird. Ich glaube, das ist dieser integrierte Emote, wo der sozusagen diese Spitzhacke so ausfährt, einfährt. Da gibt es auch verschiedene Stile. Das wurde ja schon alles geleakt. Bei diesem Emote müssen wir aber noch ein bisschen warten, und dieser Emote ist dann natürlich nur für Spieler, die auch den Fortnite Kapitel 3 Battle Pass besitzen, aber ich denke mal, die meisten von euch haben ja den Battle Pass. Bei Gratis Emote Nummer 5 geht es um den Boogie Down Emote bzw. um den Gratis Emote, den man damals bekommen hat, wenn man die Zwei-Faktor-Authentifizierung in Fortnite aktiviert. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung mega, mega wichtig ist, um euer Konto natürlich zu schützen. Epic Games hat das damals so gemacht, dass alle Leute, die diese aktivieren, einfach einen Gratis Emote bekommen, und dieser Emote wurde aber entfernt. Das heißt, man kann aktuell gar nichts bekommen, wenn man die 2FA aktiviert, aber da wir in einem neuen Chapter sind, beziehungsweise auch sehr viele neue Leute in Fortnite einsteigen und ich auf Twitter oft was von Fortnite Account Hacking höre, denke ich, dass Epic Games bald einen neuen Emote sozusagen gratis für die 2-Faktor-Authentifizierung reinmacht. Das heißt, aktiviert auf jeden Fall die 2FA und wir werden sehen, ob wir da in Zukunft was Neues kommen. Wenn da irgendwas kommt, werde ich euch ein Video hochladen, wisst Bescheid. So, meine Freunde, wir kommen jetzt direkt zu den letzten Emotes, und zwar zu Emotes Nummer 6 und Nummer 7. Und Freunde, hierbei handelt es sich eigentlich nicht um zwei Emotes, sondern man kann eigentlich wirklich alle Emotes gratis freischalten. Wie funktioniert das? Und zwar gibt es da einen gewissen Glitch im Fortnite Kreativmodus, wo man dann alle Emotes kostenlos bekommt. Ich werde euch heute in diesem Video diesen ganzen Glitch nicht zeigen, denn ich denke auch, dass der ganze Glitch schon gepatcht wird. Aber es gibt immer noch YouTuber, die Videos dazu hochladen, die sagen, yo, das Ganze funktioniert. Aber Jungs, es gab auf jeden Fall mal einen Glitch, wo man alle Emotes sozusagen im Fortnite Creative Modus bekommen hat. Ich werde gucken, und sollte das Ganze noch funktionieren, kann ich euch das Ganze auf jeden Fall auch noch hochladen. Plus, wir bekommen noch einen I like to move it Emote, beziehungsweise ich denke mal, wir bekommen diesen ganzen Emote im Item Shop. Ich weiß nicht, ob irgendwas von diesen ganzen Emotes, die ich heute aufgezählt habe, vielleicht auch nochmal kostenlos als Aufgabe kommt. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir früher oder später hier auch wieder mal was freischalten können, wie zum Beispiel einen Emote oder was auch immer. Es kommen ja jetzt dann schon langsam neue Events, beziehungsweise wisst ihr, das Winterfest ist jetzt vorbei, aber es gibt ja das ganze Jahr in Fortnite öfter mal Events, deswegen ich könnte mir vorstellen, dass wir hier bald ein neues Event bekommen, wo wir dann wieder kostenlose Items sowie Emotes und so weiter und so fort freischalten können. Ihr seht hier am 22. Januar, ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool, was hier alles auf uns zukommt in Fortnite. Dankeschön für den Support, wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Live, was ich immer mache. Dankeschön für den Support, haut rein, meine lieben Freunde, und ciao.